Bishop hat die Marke mit seinen eigenen Daten verglichen. Sie haben einen Marine des Schiffs, der sie mit Informationen versorgt. Ob sie ihn dazu zwingen oder nicht, wissen wir nicht. Von unserem Schiff? Ein Marine, der Sephora gekidnappt sah? Falsches Schiff. Er ist von der Sulaco. Ich verstehe nicht, Actual. Alle Marines der Sulaco sind gefallen. Negativ, Winter. Einer lebt noch und sie wollen ihn wegbringen. Kein Marine bleibt zurück. Folgen Sie der Mission. Actual over. Ja, und damit herzlich willkommen zurück bei Alien Colonial Marines. Mit dem guten Zari und dem Start. Hi, Digga! Hallo! Voll spannend! Hinter Gittern, raus hier! Hinter Gittern der Frauenknast! Jetzt zeigen sie alle in die Ficker. Ja. Irgendwann kommen wir hier auch mal raus, hoffe ich. Alter, ja, noch ein Stück tiefer, wegen dem Millimeter geht's weiter, ne? So. So, weiter geht's, Freunde der Sonne. Seid vorsichtig, Leute. War das? Ich hab gefurzt. Oh, du schlimmer Finger, du. Wow, Vorsicht. Ja, hey, wir kriegen so. Einfach, was ich kann, ich will hätte mir holen, weißt du. Oh, was mit dem Nahkampfdings geht mal auf den Sack, die werden immer geklaut. Ey, mach das jetzt nicht, ey. Keno, schmeiß die Baller nie auf die Viecher, das ist ja. Ja, klar. Ups! Naja, gut, ist passiert. Entschuldigung! Aua! Oh, ich bin tot! Was, du bist tot? Wow, du bist tot! Das ist. Wow. Hihi! Bist du denn hier? Sehe ich. Ine, mine, bist du? Ine, mine, meck. Der Tarion war gleich weg. Irgendwie. Alter. Wow, Spooky, Spooky, Captain Spooky ist da. Wow, und Kletter Spooky. Alter! Was war sein, ey? Dolichten Medikit! Suchen Sie einen Weg in die Weiland Yutani Einrichtung, um Bella zu retten. Ja, wir versuchen ja immer noch Bella zu retten. An der Wand bleiben. Alter. Ah, okay. Das ist natürlich sehr nice. Ich kann ja mal ganz kurz ein bisschen stänkern. Verkriecht euch ganz langsam hinter den Felsen. Mir nach. Gute Reflexe, der Meister. Ja, und wir sind immer noch in der guten Hoffnung, dass wir die eventuell retten können. Ob das jetzt der Fall ist, ich bezweifle es stark. Weil, wie wir ja wissen, wenn du einmal so ein Vieh in deinem Brustkorb hast, hat sie es erledigt. Ich muss aber sagen, dafür, dass sie weiß, dass sie eigentlich sterben wird, kämpft sie immer noch gut mit, also... Ja, das muss man ihr lassen. Also normale Menschen im Sinne von würden sagen, hat eh keinen Sinn mehr, wir lassen es mal und ich gebe mir selber mal das Rocher. Vorsicht, das Licht. Aua. So ein Ding. Oh, noch so ein Teil. Oh, heiße Quelle. Ja. Ja, sehr schön. Hast du bekommen? Ja. Nicht auch. Ja, ich muss auch mal sagen, sie ist sehr tapfer. Ey. Ja. Muss man ihr lassen. Ja, wie gesagt, also manch einer würde aufgeben und sagen, ja, hat eh keinen Sinn mehr und würde sich, glaube ich, selber ein Ende setzen, dieser ganzen Quälerei. Was ist da hinten? Nichts, ne? Nee, spür. Außer diese blöden Türmchen. Alter! Alter! Ich hasse dich dafür! Was sperrt er mich aus? Sag ja, Kanonen. Was? War das denn? Schon lange drin und wäre trotzdem noch geportet. Wie nett. Oh, Kuschelkurs. Ui! Du hast ganz schön lange gebraucht, um das zu checken, Alter. Was mit dem Monster? Ja. Hä? Bei mir hat die Tür vor Ewigkeiten gebraucht, bis sie aufging. Okay. Mir war so schon oft gut, ich dachte mir, kein Dreh, dass wir hier gut machen, oder was? Alla, jetzt reicht's. Das Pulsgewehr ist gar nicht mal so schlecht, muss ich sagen. Ah, es ist auch nicht. Das ist ein Geschütz. Wir drei können es doch nie im Leben mit zwei Transportpanzern aufnehmen.
Wow. Alter! Huch! Du wurdest damit weg. Geht's weg? Vorsicht, der Turm! Was? Hier drum? Ja, da. Alter, guck mal wirklich nach unten. Noch so ein Vieh oder was? Er sagt jetzt nicht zwei, Alter. Der eine ist ja schon tot, die haben wir schon erledigt gehabt. Mit dem Gerät da. Hä, was ist denn jetzt? Man kann hier nichts aufnehmen hier. Weil hier oben gerade Viecher langlaufen, die dürfen uns nicht bemerken. Hat er gerade gesagt. Achso, ja, ich war gerade so. Impulsiv. Auf das zu sagen. Ja. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Pulver. Ich hätte keine Ahnung, wie man sich dabei fühlt. Und ganz ehrlich, ich wüsste auch nicht. Nee, ich würde es auch nicht wissen, ehrlich gesagt. Ist aber in vielen Situationen so. Man sagt zwar immer, dass diesen Spruch sagt man eigentlich viel zu oft. Man sagt immer zu den Leuten, ah ja, ich weiß, wie du dich fühlst. Naja, vielleicht, aber so richtig auch wieder nicht. Mm-mm. Man denkt sich schon, es ist eine scheiß Situation, aber das denkt man in dem Moment, das fühlt man nicht. Also nicht so wie derjenige. Wegen. Doktor, hallo. Wenn du auch nur ein Geräusch machst, landet dein Hirn im Müll. Nicke, wenn du mich verstanden hast, Arschloch. Belle. Leg dich auf den Tisch. Einer von diesen Gesichtssaugern hat ja ein Baby in den Brustkorb gesetzt. Wie bekommen wir das Ding raus? Das geht nicht. Falsche Antwort. Bitte, 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 bitte. Glauben Sie mir. Wir haben versucht, dieses Wesen zu extrahieren. O'Neill, lass ihn sprechen. Es ist okay. Der Embryo extrahiert Flüssigkeiten und Nährstoffe des Wirts und bildet eine Plazenta, aber nicht wie die eines Menschen. Die Plazenta verwurzelt sich wie Unkraut in sämtlichen Organen im Brustkorb. Auch wenn sie den Embryo entfernen, bleibt die Plazenta wie ein Krebsgeschwür. Die Organe werden eines nach dem anderen versagen. Und dann sterben sie. Winter, schalt ihn aus. Oh nee, ich kann nicht. Ist es hier drin heiß? Hey. Hey, Belle. Hey, Babyface. Ist schon gut. Mach einfach die Augen zu. Hol diesen Marine. Du hast es versprochen. Bring alle von diesem Planeten weg. Ura, Belle. Ura. Das war unsere Abmachung. Wow, das ist heftig. Alter Vater. Ruhe in Frieden, Bell. O'Neill, wo war die? Aber wirklich, Alter Vater. Was ist mit Bella geschehen? Negativ, Angela. Wir konnten unsere Mission nicht erfüllen. Einfach nur übel. Wie ich ja von ein paar Folgen davor schon gesagt habe, das nistet sich in deinen Körper ein. Sind Sie sicher, dass... Geben Sie uns einfach den Befehl, Sir. Verstanden. Jetzt auch erfahren haben, setzen die Viecher da eine Plazenta an den Körper, die sich mit allen Körperteilen verbindet und egal, ob man das Vieh da rauskriegt oder nicht, wäre so oder so gestorben. Keine Versprechungen. Alter, Kuh, Gänsehaut voll. Alles klar. Ja, auf jeden Fall werden wir den letzten Wunsch von Belle natürlich respektieren und werden versuchen, alle Überlebenden hier rauszuholen. In der guten Hoffnung, dass wir das Ganze überleben.
Ach Gott, hier sind ja wieder so ein Bildchen, ey. Hey. Wenn ich von denen mal einer bin, muss ich mal auf Nahkampf zu gehen. Boah, nicht mal, wenn es ein bisschen quietschen mit da rund bei mir, aber das ist immer noch mein schöner Gamingstuhl. Auch ganz normaler Bürostuhl genannt. Der hat seine besten Jahre hinter sich. Also, ich würd, an deiner Stelle würde ich ihn behalten. Ich würde ihn gar nicht wegschmeißen. Hm. So Horrorspiel ist der schon richtig geil. Ja, aber auf Dauer. Oh, jetzt haben sie wieder die Dinger hier gezüchtet. Guck dir das nochmal an, die züchten extra die Scheiße. Ja. Ja, wie krank muss man denn sein, Alter? Das sind. Und immer dieselben Leute, die hier liegen. Sehen alle gleich aus. Alle dieselben Klamotten. Die leben alle noch. Der atmet ja noch, der Typ hier. Wie ist der für eine Hand, ey? Einfach zu abhaken. So viel zu dem Thema, der Mensch fühlt sich wie Gott. Ja. Das passiert, wenn man Gott spielt. Das ist ja richtig abartig, ey. Ja, kranke Schweine, ey. Was passiert eigentlich, wenn man sowas in so ein. In so ein Tier reinsetzt? Ich glaube, ich will das gar nicht wissen. Bringen die Leute nicht auf den Gedanken. Naja, aber gut, in den einen Alien-Filmen war das ja auch so gewesen. Hat ein Hund sich infiziert und daraus ist dann halt ein neues Alien entwickelt worden. Also hat sich ein neues Alien entwickelt. Ja. Penner. Nur mir, so ich dir. Nein, verdammt! Ist wieder Leichen ohne Ende. Zack. Erledigt sich schnell und hier ist ein PC. Sie dürfen den Alarm nicht auslösen. Informationsspezialist. Dr. Hay. Was meinst du? Nimm's auf. Sind wir da? Ups. Sehr schön. Ach, jetzt weiß ich auch, was sie meinten. So, jetzt wisst ihr, was passiert, wenn ihr laut seid? Ah, das Licht ist aber eklig, das ist so hell. Ja. Man kann sich immer kaputt schießen, Alter. Okay. Ja. Dann gehen wir kurz immer hier rein. Wie herzlos, einfach mal so eine Munitionstasche auf die Leiche raufpacken. Ja. Flanke, Flanke. Flanke, Flanke. Ja, Junge, so nicht. Ach du Scheiße. Actual, empfangen Sie das. Alter, das ist dein Ernst, sag mal. Lumpf. Ja, die Sex. Wer stöhnt hier rum? Ich war's. Boah, was? Hast du schon so in diese Kapseln geguckt? Kapseln? Ne, noch nicht. Ich bin gerade auch am. Ja, ganz Bombe. Wie Alter, was geht denn mit denen, Alter? Wissen, wie scheiße gefährlich das Drecksviehzeug ist und die züchten das hier? Ach, komm, ey, da müsste man da gleich samt so, wie es ist, eine Granate rennen und fertig. Das ist dann immer normal. Zerstören kannst du es leider nicht. Also, wenn irgendwann mal irgendetwas, wenn es irgendwann mal irgendwas geben sollte, was die Menschheit ausrottet, dann sind es die Leute selber. Nichts Außerirdisches oder sonst dergleichen. Alarm nicht auslösen. Patz! Dich, Sau! Lappe!
werden wir den Leuten erstmal so richtig hier ins Fettnäpfchen spucken. Steht da? Nervengefreisetzung abbrechen? Okay. Wer weiß, das wird vielleicht noch von wichtig. Wir werden es sehen. Oh, scheiße. Reingetreten, super. Okay, nein. Ich ver- Problem. Hier ist noch so etwas ähnliches. Nur irgendwie scheiße. Hier ist leer. Ne, da, in der Ecke. Wie die alle benommen sind. Okay, der sieht jetzt nicht so gut. Alter. Benommen. Hier ist ein Spooky drin. Boah. Suchen Sie die Stromversorgung und schalten Sie sie ab. Boah, wie der jetzt sagen soll. Und hier ist noch ein Riesenvieh. Ich fehl grad selber die Worte. Das ist einfach. Hier was sind? Zum. Boah, was ist das denn? Ich kann nur hoffen, dass der Mist nicht reinkommt oder rauskommt. Ich könnte ja nicht mal arbeiten, nein, aber ich habe Angst, so ein Ding befreit sich. Aber die werden ja auch immer schlauer. Ja. Boah, was ist das denn? Alter. War der Bombenraum hier, ey. Ja, kommst du Rimpex an zu strahlen, ey. Posten. Nichts, nichts. Alter. Oh, wir bekommen Besuch. Wie lang? Aua. So. Ich glaube, mit dem Panzer kann man, glaube ich, nichts ausrichten, oder? Ich will es nicht versuchen, also. Das ist sowieso jetzt weg. Voilà. Positiv. Ah, da oben ist er. Aua. Zwischendurch ducken ist eine schöne Idee. Der. Da hinten. Alter. Ich glaube, da hoch müssen. Boah, hier kommen Viecher. WTF. Alter, wo ist denn der? Hm? Okay, nee, also gegen den Panzer kann man nichts ausrichten. Definitiv. Alter. Ach, so, bin hier oben. Zu mir. Ha, ist aber eine Kopie. Jetzt fährt das Ding auch noch. Alter, das Vieh ist immer noch hier. Meine. Oh. Hat sich schon wieder Spaß gemacht, der Zarion. Was denn? Oder was war das gerade? Das Vieh ist gerade explodiert. Oh, ich habe eine Granate geworfen. Sehr geil. Oh shit. Wow. Gute Idee. Hier liegt sein Herz oder sowas. Sehr schön. Wir müssen das beenden. Gute Arbeit! Schieß auf die Treibstoffbehälter! Wow! Was war das denn gerade? Ah, fu! Boah, du Sau, das ist nicht dein Ernst! Wo bist du? Hier hinten oben am Kran. Das eine ist dauerarisch. Au! Rückendeckung. Echt ein Durchstoß. Oh, da kommt. Oh oh. Nein, nein, nein. Au!
Kommt die nächste, kommt die nächste, kommt die nächste. Ja, die nächste, ich sehe es. Aua, ich muss kurz weglotsen, warte. Kommt die nächste. Okay, er hat gegen den Panzer geschossen. Pass auf, weg da, weg da, weg da, weg da. Ja, bin schon. Boah, wieder down. Alter, gleich drei auf einmal. Was? Ah ja, geht. Räucher. Wo bist du? Hinten, unten am Panzer. Genau neben dem Panzer liege ich. Halt's Maul, Junge. Gib den Hello Kitty Pflaster aufs Knie und dann ist fertig. Genau. Alle tot? Nee. Überleben noch einige. Das ist ja schon gemein. So, haben wir es geschafft, ne? Ja, noch? Ne, sieht nicht so aus. Alter Flummiase. Alter! Alter, komm hier rein. Oh Mann. Ja, die mich einfach raus. Geht's gut zur Hölle. Aber egal, ich finde, ich spiele schon ziemlich gut, aber manchmal die Lichtverhältnisse und das ist alles ein bisschen. Ja, gerade das mit dem Licht ist immer so eine Sache. Und auch, dass die Texturen sich so ein bisschen verändern. Gerade eben war es hell, dann war es wieder dunkel ein bisschen. Ah, geil. Das hätte klappt. Oh Mann. Nein! Alter, das gibt's doch nicht. Ey, du. Hä? Wow. Hier schrott man nie, wenn du welche brauchst. Einfaches Abschalten bringt nichts. Ach, wie hell! Hier ist gar nichts Helles und ist so hell. Taschenlampe hat nichts damit, damit auch nichts zu tun. Meine Taschenlampe ist zum Beispiel aus, also. Ja, ist genau. Hell genug hier. Ja, eben. Und das ganze System hat einen Kurzschluss. Kein Saft für den Sicherheitszaun. Richtig, dann schmort alles durch. Du nimmst die unteren? Ich arbeite hier oben. Ja, aber mein Tür auf jetzt hier. Alter Vater, ey. Angriff! Eins ist weg. Hier hinten wohl noch eins sein. Irgendwo hier. Boah, verdammt, Bruder. Lecker. Hast du? Ja, Batterie ist deaktiviert. Okay, können wir hochgehen wieder. Xeno wird den Zaun in ein paar Minuten überrennen. Wollt ihr das all den Leuten da draußen wirklich antun? Die haben doch keine Chance. Scheiße. Tu es. So. Oh. Oh. Hallo? Okay.